Heute spiele ich noch ein bisschen Weihnachtsmann und bin am Pakete ausliefern bzw. am Geschenkkörbe ausliefern. Und heute beim Weihnachtsmann spielen darf ich auch nach Port Adriano fahren. Und jetzt schaue ich mal, dass ich euch noch ein paar Bilder mitbringe von ein paar schönen Ecken, durch die ich heute fahren darf. Euch die dann nachher kurz ein wenig zusammenschneide. Auf der Suche nach einem Kunden hier am oberen Stock von Port Adriano, beziehungsweise nicht vom Kunden, sondern natürlich vom einem Kunden beschenkten. Video gibt es heute leider nur aus der Hand. Ich habe nämlich kein Gimbal dabei. Geschenkkorb ist abgeliefert. Jetzt nutzen wir das gleich mal für einen kleinen Walk für euch hier durch Port Adriano. Hier auf der Seite stehen die ganzen Superjachten. Wird gerade vieles repariert, ist gerade viel Reparationen angesagt. Sonst ist Port Adriano komplett leer. Also offen hat hier im Moment nichts oder fast nichts. Büros, wo ich gerade war, oben, die haben natürlich offen. Aber Gastronomie ist ja im Moment null. Ich denke mal, dass die vielleicht zum Wochenende hin, zu Weihnachten hin. Es war, glaube ich, wieder irgendwann ein Wintermarkt, Weihnachtsmarkt, irgend so was Ähnliches mal geplant hier. Dann wird wohl wahrscheinlich wieder aufgemacht. Im Moment ist ja alles zu. Alles zu im neuen Hafen, dem neuen Hafen von Port Adriano. Schaut mal hier. Da war bisher ein großer Pool mit Badeplattform. Der Pool ist auch noch. Da ist aber auch gerade ziemlich viel abgerissen worden. Keine Ahnung, ob der wegkommt. Also hier im neuen Teil von Port Adriano, wie gesagt, ist alles zu. Aber wenn man dann auf die andere Seite schaut, auf den älteren Teil von Port Adriano, den ihr hier auf der anderen Seite seht, da ist die Gastronomie geöffnet. Ich weiß auch nicht, ob alle Gastro aufhaben auf der anderen Seite, aber auf jeden Fall habe ich da vorher gesehen, dass da ein Teil auf hat. Man hört auch irgendwo im Hintergrund Musik, also irgendwo hat auf jeden Fall da Gastronomie geöffnet. Und wie gesagt, auch hier nochmal, da drüben sieht man es, die Restaurants haben geöffnet. Also wer jetzt nach Port Adriano möchte, im Moment im alten Teil sind die Restaurants geöffnet. Auch hier oben. Neu. Da vorne ist ein Restaurant, in dem wir öfters mal saßen. Das ist komplett abgesperrt, das ist komplett Umbau. Und ja, jetzt gehe ich hier in die Garage und dann geht es gleich weiter zur nächsten Adresse. Weihnachtsmann spielen. So, jetzt auf dem Weg nach Porte Andratx. Naja, und die jetzt links hier seht, ist ja. Ich glaube, der Tunnel und die Straße nach Port Andratx gesperrt, auch wegen Bauarbeiten. Heißt also jetzt einmal Umleitung durch Hagera. Bedeutet natürlich auch gleich wieder hin und zurück ganz schön Zeitverlust. Weil jetzt fahren alle hier, oder müssen alle hier
hin und zurück durch den Ort fahren und den Tunnel nach Andratschung fahren. Und es ist echt eine ganz schöne Gurkerei hier durch die Baustelle, durch die Umleitung. Schau dir mal Gegenverkehr an. Alles nach Pagera rein. Stau. Klar, wenn alles hier durch dieses Nadelöhr durch muss. Also momentan mal eben nach dem Bratsch fahren, so kurz mal auf einen Drink oder auf einen Kaffee. Ist nicht so kurz wie sonst. Dauert doch etwas. Das ist jetzt gerade eine Bar. Ich denke mal, dass wir da vorne schon wieder auf die Schnellstraße nach Bratsch kommen. Ich glaube nicht, dass man zurück am Berg fahren muss. Ja, und genau so ist es auch. Das heißt, den ersten Tunnel einmal umfahren. Und jetzt geht es hier wieder auf die Schnellstraße nach Parandratsch, also nicht bei Kamdemar über den Berg und zurück zu Snaha. Dasselbe nochmal. Und auch heute am, ich glaube, es ist heute der 20. Dezember, kann man sich wirklich über das Wetter bei uns auf Mallorca nicht beschweren. 20. Dezember, 20 Grad zeigt es auf dem Thermometer an. Außentemperatur. Also für alle, die momentan auf der Insel sind, die sind alle happy. Bestes Wetter. Ich habe jetzt überlegt, ob ich mit euch durch den Hafen von Porto Andratx durchlaufe. Aber ich habe mich entschieden, das mache ich irgendwann mal im Winter wieder mit Sandra zusammen, dass wir hier durchmarschieren. Ich fahre jetzt einfach mal durch den Hafen durch. Habe nämlich gerade wieder beim vorletzten Kunden Weihnachtsmann gespielt. Und nehme euch jetzt einfach mal im Auto einmal durch Port Andratx mit. Dann geht es auch nicht so lang, das Video. Da geht es schneller, wenn ich durchfahre. Dann müsst ihr mich nicht so lang quatschen hören. Und ja, und irgendwie einen Rundgang zu Fuß machen wir dann mal wieder. Vielleicht mit Sandra zusammen. Auch hier schon ähnliches Bild wie in Port Adriano, viel zu. Wobei klar, in Port Adriano war vorwiegend die neue Seite vom Hafen zu. Hier jetzt in Port Andratx ist auch sehr ruhig. Viele Geschäfte zu. Selbst die Apotheke hat schon zu. Ich weiß gar nicht, ob die vielleicht alle Vormittage aufhaben oder wieder zu machen. Ich kann es gar nicht sagen. Hier jetzt wieder was offen. Also vorne gibt man natürlich auch ein paar Restaurants auf, logisch. Aber relativ ruhig. Aber bestes Wetter und ja. Trotzdem ja auch wunderschön jetzt hier zum Sitzen, wer die Möglichkeiten hat. Hier links seht ihr jetzt gerade nicht, Tims, da wird auch gestrichen und renoviert. Also momentan ist überall ein bisschen Renovierungsphase angesagt. Alles wieder aufhübschen, dass zur nächsten Saison noch wieder alles schicki ist. Aus dem Hafen. Dann geht es einmal durch Pagera Retour. Und dann geht es in Richtung Porthasten aus Costa del Planes. Den letzten Korb abliefern.
und dann ist meine Weihnachtsmanntätigkeit für heute danach beendet. Und wie schon angedeutet, geht es jetzt natürlich auf den Rückweg auch wieder an der Baustelle durch Parkera. Jetzt geht es aber wirklich ein Stück in die andere Richtung über den Boulevard. Auf dem Herweg geht es ja nicht über den Boulevard der Parkera, jetzt geht es auf jeden Fall hier über den Boulevard zurück. Und ihr könnt euch jetzt mal ein paar Minuten einen kleinen Eindruck machen, was momentan geöffnet wird. Normalerweise dann ab 19 bis 24 Uhr nicht mehr drauf fahren. Dann ist es abends eine Fußgängerzone. Das Kopfsteinpflaster rundet aber ein schönes Bild. Jedenfalls jetzt hier im Moment. Mal gespannt, wie es dann nachher aussieht. Sommersteigen. So ja, es ist gerade ganz schön wackelig alles. Dann sind wir gleich durch Parkera durch. Dann kann ich auch nur wieder sagen an alle, schon nicht abonniert haben, gerne ein Abo geben. Da freue ich mich natürlich drüber. Daumen nach oben. Und ich überlege gerade, oder ich verabschiede mich noch nicht. Also, gleich gibt es noch ein paar Bilder aus Puerto Portales einmal durchfahren. Da ist mir auch eine neue Verkehrsführung. Die haben durch den Umbau oder nach dem Umbau auch ein bisschen was geändert. Da fahren wir nachher nochmal durch und dann verabschiede ich mich von euch. So, jetzt geht es einmal hier in den Hafen von Portales, wo es auch ein anderes Video gibt, wo gerade der Weihnachtsmarkt stattfindet. Eigentlich einer der schönsten von der Dekoration her von Mallorca. Hier seht ihr schon, wenn man hier runterfährt, gleich rechts, dass der ganze Parkplatz hier unten gleich umgebaut ist. Ist das einfach in beide Richtung eine Spur, nicht mehr ganz so eng. Also hier vorne ist auch schon ein bisschen was umgebaut worden. Hier hinten parken gerade ziemlich viele Schiffe, wo früher Autoparkplätze waren. Ich weiß jetzt nicht, ob das generell so bleiben wird oder ob das daran liegt, dass auf der anderen Seite auch noch einiges im Hafen umgebaut wird und dort auch definitiv Schiffe weg mussten. Jetzt mit Sicherheit woanders stehen. So, hier wieder hoch und dann einmal rechts runter Richtung Cappuccino, Restaurants und so weiter. Rechts sieht man jetzt den Baukran stehen. Da wird, wie gesagt, auch eine komplette Mole nochmal umgebaut. Da stehen keine Boote mehr, da wird die Mole abgerissen.
Früher ist man immer hier rechts reingefahren und dann im Kreis gefahren. Und jetzt ist die Verkehrsführung neu und geht hier rum. Und man fährt jetzt hier rein. Also genau umgekehrt als früher. Kommt dann hier in den auf den neuen Teil vom Hafen. Und hier ist dann, glaube ich, auch hier unten dann die Tiefgarage, in der wir noch nie waren. Also ist auch, wie gesagt, komplett eine Tiefgarage entstanden. Das hier ist jetzt alles der neue Teil, den es früher nicht gab. Hinten geht es dann links zum Club de Vela. Also der Teil hier, die Gebäude sind neu. Da ist praktisch der Hafen nach hinten erweitert worden. Verabschiede ich mich jetzt von euch. Wer uns noch nicht folgt, folgt uns, freuen wir uns. Wir sind auf dem Weg auf die 1000 Follower. Und irgendwann, es kommt erstmal der nächste Schritt 700. Und dann irgendwann haben wir dann hoffentlich auch die 1000 Follower voll. Wenn ihr was in die Kommentare schreibt, freuen wir uns. Und meldet euch. Wie immer, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ich mache mich jetzt auf, nachdem ich Weihnachtsmann fertig gespielt habe, in Richtung Palma. Alle Pakete sind abgeliefert. Oder alle Geschenkkörbe sind abgeliefert. Es geht in Richtung Palma, Richtung Can Gomé. Da muss ich noch was hinbringen. Und habe ich eine ganz verrückte Idee. Vielleicht bleibt ihr doch noch ein paar Minuten dran, weil ich fahre ja gleich noch dann in Palma am Porto Pi Center in den Hafen rein. Vielleicht gibt es noch ein paar schöne Aufnahmen vom Hafen in Palma. So, jetzt aber nochmal die Bilder vom der Einfahrt in den Hafen von Palma. Da hinten liegt heute mal wieder ein großes Kreuzfahrtschiff. Und übrigens, interessanterweise, trotz der Beschränkung auf 3 am Tag, nächstes Jahr jetzt sogar noch mehr Kreuzfahrtschiffe in Palma anlegen sollen als davor. Also im Moment bringt diese Beschränkung auf 3 Kreuzfahrtschiffe nicht weniger Schiffe nach Mallorca, sondern es kommen sogar mehr. Ich vermute einfach mal, dass es sich dann halt entzerrt und nicht mehr 5, 6 am einen Tag kommen, sondern dass dann an den Tagen sich die Routen einfach irgendwie von den Reedereien umgelegt werden, sodass dieses Maximum von 3 wieder eingehalten werden kann. Aber es sind halt insgesamt auch viele Tage, wo nur ein Schiff da liegt, wo theoretisch noch 2 kommen können. Und so werden es dann wohl im Moment nächstes Jahr einige Kreuzfahrtschiffe sogar mehr, als es dieses Jahr waren. Ihr habt ja gerade schon gesehen, hier der Paseo, der wird auch komplett umgebaut. Die komplette Hafenpromenade hier soll
mehr Platz für Fußgänger und ich glaube für Radfahrer bieten. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie der Plan ist. Ich glaube, es gibt ja nur noch eine Spur rein. Viele Parkplätze fallen weg. Ein neuer großer Parkplatz irgendwo soll gebaut werden. Und ja, hier an der Hafenpromenade wird es die nächsten Jahre sehr, sehr, sehr große Veränderungen geben. Gleich hier fangen auch die Bauarbeiten schon an. Die Bauarbeiten, die dann den kompletten Passier Maritimo umgestalten werden. Da im Hintergrund sieht man schon unsere Wahrzeichen wieder. La Soy, die Kathedrale. Den Bildern jetzt hier die Jaume Tercero runter am Cort Inglés vorbei. Verabschiede ich mich dann gleich wirklich. Danke an alle, die das Video bis hierher angeschaut haben. Bleibt uns gebogen. Der hier fährt nicht nach rechts, warum bleibt er stehen?